Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ihr werdet es dann schon vom Titel des Spiels her erfahren haben. Das hier wird vorläufig die letzte Folge sein von Grand Theft Sims. Die Serie hat keine Zuschauer mehr und wenn ihr das anschaut, dann ist die Chance groß, dass ihr die letzten Folgen gar nicht gesehen habt. Wie Fabian in das Leben der Sims kam, das ist eigentlich komplett die zweite Staffel. Und die ging jetzt über mehr als einen Monat und deckte gerade mal so in etwa 4 Tage ab. Was bedeutet, dass die Serie einfach letztlich zu dünn war, in den einzelnen Folgen immer zu wenig passiert ist. Also könnte man sagen, ich hab's versaut, aber es hat jetzt auch keinen Sinn, wenn ich anfange, wieder mehr Grand Theft Sims zu bringen. Weil. Nein, Tina nicht. Bei ihm wollte ich schauen. Er ist jetzt auf Stufe 5. Das heißt, bis er Mafia-Boss wird, würde es sicher noch mal genauso lange gehen. Tina hat keine große Gelegenheit gehabt, zu der Mörderin zu werden, die sie wollte. Sie hat keine große Gelegenheit gehabt, zu der Edelhure zu werden, die ich ursprünglich mal für sie geplant hatte. Die Jungs brauchen auch noch eine Weile, bis sie erwachsen werden. Wofür ich etwas geplant hatte, das dann nicht geklappt hat. Also alles in allem mache ich jetzt lieber ein Ende mit Schrecken als weiter ein Schrecken ohne Ende. Wenig traurig bin ich natürlich schon und ich mache Folgendes. Ich werde den Spielstand auf Dropbox hinterlegen und in der Videobeschreibung einen Link dazu machen. Das heißt, jeder, der die Geschichte vielleicht doch noch weiter verfolgen möchte, kann das ganz einfach tun, indem er sie dann selbst spielt. Ich habe ja geschrieben, welche Erweiterungen ihr alle braucht. Nein, also welche Mods. Erweiterungen sind im Augenblick eigentlich gar nicht so wichtig, weil so viele habe ich hier noch gar nicht verbaut. Die einzigartigen Sachen oder so, die man brauchen könnte und die Mods. Nee, jetzt so, die mit Erweiterungen kämen. Ihr könnt also die Geschichte, wenn ihr denn jetzt so unglücklich darüber seid, dass es beendet wird, selbst weiter stricken. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und damit zum beiden Liebestatenfilm. Tschüss für euch, tschüss bis bald und ich hoffe, wir sehen uns in einer der anderen kreativen Sachen, die ich auf dem Kanal mache. Bis bald und tschüss.